Ich habe was mitgebracht. Weiß es, ob man es richtig sieht? Kennt jemand diese Zeitschrift? Ah, das ist ein ehemaliges Nachrichtenmagazin. Ein ehemaliges Nachrichtenmagazin, genau. Es ist ja heute auch die Thematik, einfach die Medien, was da so abgeht. Und da musste ich kam nicht umhin, mir ein, zwei Sachen auszudrucken. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man die aktuellen Meldungen so sieht, gerade von dieser Zeitschrift hier. Kann man nur den Kopf schütteln, ne? So, pass auf. Habe ich schon alles hier. Genau. Und zwar habe ich zwei Berichte einfach mal ausgedruckt und möchte dazu einfach mal kommentieren, wie das aus meiner Sicht so ist, was die Nachrichten der Spiegel denn da so von sich gibt. Denn man bekommt das ja immer nur mit, ganz unkommentiert, oder man sieht irgendwo, wenn man die Zeit hat, in den Kommentarspalten online, was die Leute dazu meinen. Ansonsten wird es halt einfach gedruckt, in Millionenzahl verteilt und wirkliches Feedback bekommt man nicht, was die Leute irgendwie davon halten. So, ich kann halt einfach meinen Mund nicht mehr halten. Da war ein Bericht, ich weiß nicht, wer das noch weiß, es geht ja alles hier im Wochenrhythmus, man kommt gar nicht mehr hinterher, was in der Ukraine auch abgeht, mit diesem Hilfskonvoi. Wer hat das mitgekriegt? Da sind 280 LKWs unterwegs, ne, von Russland in die Ukraine. Und da war, jetzt habe ich das Datum nicht mit ausgedruckt, muss irgendwann letzte Woche gewesen sein, ein Bericht in Spiegel Online Politik, Nervenkrieg um Hilfe für die Ostukraine, Putins Trucker-Show. So wurde das Ganze betitelt. Ich will jetzt nicht alles komplett vorlesen, ich fange mal nur ein klein bisschen an. Russland will einen gigantischen Hilfskonvoi in die Ostukraine schaffen. Kreml-Chef Putin würde sich gerne als Wohltäter feiern lassen und ganz nebenbei die Kiewer Führung düpieren. Ich weiß nicht, wenn ich nur die ersten zwei Sätze schon lese, da könnte ich gerade schon platzen. Mittlerweile hat man ja mitgekriegt, da sind tatsächlich anscheinend irgendwelche Lastwagen unterwegs. Und mittlerweile hat Putin einfach gesagt, wir fahren jetzt in die Ostukraine und bringen die Hilfsgüter dahin. Er tut's einfach. Aber wieso wird von einem eigentlich renommierten Blatt in Deutschland, ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kenne ganz viele Leute, wenn die mir was erzählen wollen, was sie alles wissen über die Welt, kommen sie immer mit Zitaten aus dem Spiegel, was sie im Spiegel gelesen haben. So, wenn ich das hier sehe, Putins Trucker-Show, frage ich mich, was ist das für ein Journalismus? Dort unten sterben Menschen. Dort unten ist Krieg. Da wird mit Kriegswaffen, wird auf Zivilisten gebombt. Und jetzt ist mal einer, der da sagt, okay, da muss mal Hilfe hin, die Leute brauchen mal Essen, die brauchen was zu trinken. Und was schreibt hier unser renommiertes Blatt in Deutschland? Putins Trucker-Show. Da kann ich ja noch sagen, haben diese noch alle. Und an dieser Stelle wirklich... Das ist ja das. Das ist ja das. Was kommt dann von Europa? Lieber Spiegel, was kommt denn von Europa? Was kommt von der NATO außer Bomben und Munition und was weiß ich und Kriegstreiberei? So erlebe ich das Ganze. Hier geht es noch weiter. Hier die Lastwagen sind weiß gestrichen in der Farbe der Neutralen. Bla bla bla. Ich kann dieses Geschmeiß, lieber Spiegel, ich kann es nicht am Stück durchlesen, sonst muss ich hier im Strahl kotzen. Mama. Tut mir echt leid. Mama. Mama. Ja? Mama. Oh, du bist böse. So geht's von vorne nach hinten weiter. Mittlerweile weiß man ja, der Hilfstransport ist irgendwie dort hoffentlich endlich mal angekommen, dass die Leute da in Donetsk mal wieder was zu essen und was zu trinken haben, denn den Westen interessiert es ja anscheinend nicht. Ich weiß nicht genau, was die dort interessiert. Soll es die Demokratie sein? Ja, wenn es eine Demokratie ist, wieso unterstützen wir denn dort illegal an die Macht gepuschte Faschisten und Nazis in der Ukraine? Hat doch nichts mit Demokratie zu sein. Was wollen wir sonst hinbringen? Ein besseres Währungssystem? Ein Schuldgeldsystem haben die doch eh schon. Sonst wären sie ja gar nicht in der Falle drin. Also, was wollen wir überhaupt dort? Und dort kommt dann der nächste Satz, der mir in den Kopf kam hier. Was haben die USA eigentlich, ich weiß nicht, wie viele Kilometer sind es von der Ukraine bis zur USA? Weiß das jemand ungefähr? 8000 Kilometer, 10.000 Kilometer. Was habt ihr überhaupt dort zu suchen?
Sagt mir das einer. Was hat die USA, was hat die NATO in der Ukraine zu suchen? Öl. Geld verdienen, Öl, was weiß ich, keine Ahnung, ich weiß nicht was, aber auf jeden Fall hat es nichts mit Frieden zu tun. Denn seit die NATO dort unten ist, seit die Regierung in Kiew dort an der Macht ist, seitdem gibt's Krieg. Wieso tun wir das? Das ist echt Neusprech wie George Orwell ist das hier. Krieg ist Frieden und so weiter und so fort. Ich kann es einfach nicht mehr mit ansehen. Was haben wir denn noch? Das ist halt einfach, das bringt es einfach auf den Punkt, das ist keine objektive Berichterstattung mehr. Das ist keine Berichterstattung, wo sich ein Einzelner eine Meinung machen kann, was passiert dort in dem Land. Es ist eine Meinungsmache. Es wird eine Meinung vorgekaut und alle Leute, die das hier hören oder auch im Video mal sehen, macht die Augen auf. Es wird euch eine Meinung vorgekaut. Und ihr schluckt sie, als ob es ganz normal wäre. Das finde ich echt zum Kotzen. Kann ich nur so sagen. Die meisten, nicht alle, aber die meisten. Wenn man so sieht, wie alle weitermachen. Also immer so. So, dann gibt es noch einen Bericht, den lese ich auch nicht komplett vor. Das neueste Ding, was der Spiegel gebracht hat über Xavier Naidoo. Wer hat das mitgekriegt, Xavier Naidoo? Es heißt, er hat sich geoutet, von wegen, der hat endlich mal als erster von denjenigen, die was zu sagen haben und die irgendwie Leute erreichen, den Mund aufgemacht. Und vielen, vielen Dank dafür, Xavier Naidoo. Und dieser Bericht von diesem, den möchte ich ja noch gern namentlich zumindest nennen, diesen Schreiberling, der sich da Journalist schimpft. Wie hieß er dann nochmal? Entschuldige, wenn ich deinen unwichtigen Namen vergessen habe. Eine Kolumne von Georg Dietz. Schäm dich. Schäm dich in Grund und Boden. Vor allen Dingen, weil in diesem Text, jetzt bin ich hier alles drinnen, in diesem Text, den er geschrieben hat, steht natürlich wieder drin, von wegen, Xavier Naidoo hat sich, genau, tritt der Soul-Sänger auf Demos der neuen Rechten auf. Habt ihr es immer noch nicht gerafft? Wir sind keine Rechten. Wir stehen für Menschlichkeit, Friede und Gerechtigkeit. Wenn das jetzt schon rechts ist, dann weiß ich nicht mehr, soll man überhaupt nichts mehr sagen oder was? So, da ich aber ein Optimist bin, habe ich mir überlegt, was kann man denn oder für was sind denn solche Zeilen eigentlich gut, die der Spiegel da schreibt? Hat jemand eine Idee, was man damit machen könnte? Bitte? Arsch abputzen, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Das wäre. Verbrennen! Nee, aber ich bin etwas pragmatischer. Ich lebe ja relativ einfach in einem Bus und heiz mit einer Holzheizung. Und da ist mir eine ganz sinnvolle Sache eingefallen, die man mit dem Spiegel machen könnte. Ich zeige euch mal, wie das geht. Erstmal so. Ich konnte kein Geld für einen echten Spiegel ausgeben, da wäre mir das Geld echt zu schade. Ne? Ich habe also Spiegel drauf. Stellt euch vor, es wäre ein Spiegel. Und ich kann euch nur sagen, Leute in ganz Deutschland, kauft diesen Scheiße nicht mehr, nutzt ihn höchstens zum Feuer. So, lieber Spiegel, dafür sind deine Zeilen gut, lieber Georg Dietz. Dafür sind deine Zeilen gut, für sonst überhaupt gar nichts. Das brennt man niemals mehr gut. Also auch das kriegt er nicht auf die Reihe, das ist ja echt schrecklich. Es ist natürlich nicht nur der Spiegel und du hast gerade gesagt, welche Zeitung soll man kaufen? Ich kann dir nicht sagen, welche Zeitung man kaufen soll, weil ich keine Zeitung kaufe. Aber wir leben in der Zeit des Internet und da sind alle Informationen frei verfügbar. Da brauchst du nicht. Was soll ich sagen? Internet kann sich jeder zulegen. Nee, da ist auch nicht nur Schund drin. Nein, da sind Videos, die ich selbst reinmache. Willst du sagen, meine Videos sind Schund und Schande? Ich kann ganz einfach mit meinem eigenen Menschenverstand entscheiden, was ist authentisch und was nicht. Und ich weiß, dass das hier nicht authentisch ist. Das weiß ich. Ich habe einen eigenen Menschenverstand und ich kann nur jeden auffordern, es geht nicht darum, dass irgendjemand kontrolliert und euch sagt, was falsch oder richtig geht. Es geht darum, dass ihr endlich euren eigenen Kopf benutzt.
und selbst auch aufs Bauchgefühl hört, was ist falsch oder was ist richtig. Auch im Internet ist nicht alles richtig. Klar, logisch. Aber wenn man ein bisschen aufpasst und ein bisschen schaut, kriegt man auf jeden Fall auf das, was in der Welt so passiert, mehrere Blickwinkel anstatt nur einen. Und somit kann ich meine eigene Sicht besser finden, als wenn ich nur einen Blickwinkel habe. Darum geht's mir. Ja? Jetzt weiß ich ja, wie das ist, wenn man... Danke sehr. Jetzt weiß ich ja, wie das ist, wenn man sowas macht, ist man ja gleich wieder ein Putin-Versteher und ein Putin-Liebhaber. Möchte ich an dieser Stelle dann auch sagen, ich bin kein pro-russischer Separatist. Ja, ich habe es letzte Mal gepostet, wenn ich ein Separatist bin, bin ich ein pro-menschlicher Erdseparatist. So irgendwie, ansonsten passe ich da nicht ins Muster. Mir ist auch bewusst, dass der Putin, der ist Milliardär, der ist auch nicht sauber. Die benutzen ihre Medien dort genauso zur Propaganda und zur Meinungsmache, wie es hier benutzt wird. Die vierte Macht, oder ist die fünfte Macht im Staat, ich bringe das durcheinander, ich weiß es nicht mehr, die Medien, die sind vierte, ne? Die werden nicht, die sind nicht frei, die sind nicht objektiv, die werden genutzt, um die Menschen zu steuern und eine Meinung in die Köpfe der Menschen reinzubringen. Und was mich freut, ist, dass es immer weniger funktioniert. Das macht mir Hoffnung. Kann ich setzen? Dann habe ich ja noch, ja, auch dort ist natürlich Presse, Propagandamittel und auch die in Russland haben ein Zentralbanksystem, auch auf Fiat Money basierend. Das ist nicht anders als hier auch. Deswegen bin ich halt auf der Straße und wehre mich gegen diese Kriegs- und Machthaberei. Und wenn es auch nur ein kleiner Beitrag ist, den ich hier machen kann, und wenn wir auch nicht viele Menschen erreichen, ich kann wenigstens zu mir sagen, ich habe den Mund aufgemacht und habe nicht einfach still zugeschaut. Und ich kann nur jeden bitten, das genauso zu machen. Denn es ist höchste Zeit, dass sich endlich was ändert. Und ich kann einfach nur noch, ich glaube mittlerweile fast jede Rede mit den Worten von Dommer abschließen, hört auf zu funktionieren. Es wird höchste Zeit. Danke.